Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Wir befinden uns hier irgendwo in einer Ecke, weil wir in der letzten Folge noch gesehen worden sind von zwei Bogenschützen, die hier alles in Brand gesetzt haben. Guck mal, da ist er. Da freut er sich seines Lebens. Und wir müssen jetzt irgendwie an denen vorbei, weil es ja im Prinzip nicht so schwer ist, wenn er mich jetzt zum Beispiel nicht angucken würde. Ja, so ist richtig. Ich weiß, dass hinter ihm noch einer ist, ja. Und noch einer. Aber wenn ich da hochgehe, sieht mich doch der Typ. Egal. Ach du Scheiße, sind hier viele. Wie ist das unfair, oder? Ich meine, im besten Falle würde ich da halt gerne hingehen direkt, aber es geht nicht. Oder gibt es da irgendeinen Spezialmove? Da hoch oder so? Habt ihr mich schon wieder vergessen? Ja. Nö, kommt da nicht an. Da muss es irgendeinen anderen Trick geben. Was, wenn wir hier weit. Ah! Guck mal! Da ist auch so ein Fischi. Komm her, Mann. Jawohl. Ein Schatzkaufen mehr. Wir müssen hier nämlich noch ein paar finden, um auch den Rest zu kaufen. Ansonsten werde ich hier offscreen auf jeden Fall durch die Gegend laufen und alles absuchen. Mit diesen Schatzkaufen. Kontaktmedizin. Pulverartige Medizin mit Giftwirkung. Die Shinobi von Ashina nutzen es seit Ewigkeiten. Löst beim Verzehr eine schwache Giftstatus-Anomalie aus. Durch eine Selbstvergiftung werden alle anderen Gifte neutralisiert. Manche Shinobi nutzen diese Medizin für eine besondere Technik. Angeblich kann Gift das Bewusstsein erweitern. Okay. Wir schleichen uns auf jeden Fall hier entlang. Okay, wir können hier... Ach so. Lol. It's me, Mario. Ja. Funktioniert bestens. Okay, wo bin ich jetzt? Bei irgendwelchen Skulpturen. Da unter mir ist das Wasser. Diesen Mopsi würde ich gerne von hinten erledigen. Und ich weiß, glaube ich, auch wie. Wir müssen halt nur bis zu dieser Ranke kommen. Hä, bin ich jetzt irgendwo an einem versteckten Ort oder so? Huch. What the fuck? Wow, wow. Wer bist du denn? Alter Schwede. Was ist das denn für einer? Der hat nur einen Arm. Oh Gott. Ist das der Bildhauer? Mache ich ihn jetzt gerade fertig? Das kann sein. Eieiei. Alter. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay, wo ist der Bengel? Oben hängt er. Kann ich mich da anschleichen? Er sieht mich sofort. Alter! Was ist denn mit dem los? Okay, bringt nicht so viel, wie ich dachte. Nein, ich hab doch abgewehrt, um Gottes Willen. Wo sind meine Fläschchen? Oh. Okay, wie machen wir das? Soll ich es nochmal mit dem Öl versuchen? Brenne!
Was auch immer du dafür Moves machst. Lass es einfach. Oh, das wollte ich nicht. Weg mit deiner komischen Haltung. Ah, der trifft mich einfach. Oh, verdammt. Komm, bevor die Haltung weg ist. Ich glaube, die Haltung ist weg, oder? Nein. Oh. What the fuck warst du denn? Eisenschrott. Oh, mein Herz. Eisen, das in China abgebaut wurde. Es wird häufig zur Verstärkung eingesetzt und als Grundmaterial für Verbesserung von Prothesen, Modulen dienen. Oh. Alter. Was war das denn? Oh. Was haben wir denn hier? Nebelrabenfedern. Ein Bündel neben Nebelrabenfedern kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Im Usui-Wald, weit oben im Norden von Ashina, lebten viele Raubvögel, darunter der Nebelrabe. Und doch wurde nie einer gefangen. Solltest du einen erwischen, ist er schon wieder verschwunden und du wirst nur Federn zurückerhalten. Was soll denn daraus werden? Ein Tarnmodul? Oh, Tarnung, könnte sein. Alter, mein Herz. Wo bin ich jetzt? Nicht da, wo ich sein wollte. Preis. Oh, scheiße. Direkt verkackt. Ich nehme nur kurz das hier mit und dann bin ich weg, ja? Ich würde gerne kurz zur Heilungsstation, bitte. Hau ab. Ich darf jetzt nicht sterben. Also, weg mit dir. Oh, hätte er mich getroffen. Okay. Ich habe eine Menge Geld verloren dadurch, ne? Ja. Ja, ich habe knapp 300 verloren insgesamt. Vielleicht sogar noch mehr. Eigentlich wollte ich rasten. Shit. Oh Mann, dieser Typ, ne? Oh. Ich muss mich erstmal wieder entspannen hier. Mit so einem krassen Kampf habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn das später so ein Standardgegner wird, dann... dann wird's lustig. So, aber der Weg da oben hilft mir trotzdem nicht weiter. Ich wollte nämlich hinter den Fetten. Und dafür habe ich jetzt diesen fetten Kampf mit dem übelsten Ninja angenommen. Um quasi den Weg zu sparen. Wenn der jetzt wieder da ist, ne, dann... dann gehe ich da nicht lang. Der war schon heftig genug. Alles klar. Scheiße. Ich dachte, du... Bringt mir das ja nichts, hier zu sein, ne? Das hilft mir halt kein Stück. Da halt sehr gerne dahin. Weißt du, so ein fetter Kampf und der kommt einfach wieder. Das geht doch nicht. Ich möchte da auf diesen Ast. Den erreiche ich. Oh, ich sehe es schon. Okay, wir müssen an dem Bogenschützen doch vorbei.
Hallo. Ich war ja wohl nicht mal ansatzweise in Reichweite, Junge. Was mich jetzt wundern würde, ist, wenn der Typ gleich sowieso runterspringt. Von da oben. Das wäre kacke. Das wäre richtig kacke. Und wie kommt man stealthy hier vorbei? Jetzt schwören können, man kann hier überall stealthy vorbeigehen. Na gut. Was haben wir denn hier? Löschpulver. Bringt mich das meinem Ziel irgendwie näher? Nee. Nicht wirklich. Wow, wow, wow. Danke, Baum, dass du mich gerettet hast. Aha. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück. Ich habe da etwas gesehen. Das könnte sehr hilfreich sein. So. Wir gehen dahin. Komme ich hier mit einem Sprung rauf? Nein. Ja gut, die hier zu erledigen ist jetzt nicht das Problem. So, dann schleichen wir uns hier mal hin. Und dann konnten wir dahin. Dann ist da nämlich noch ein Punkt. Ich kann ihn von hier aus erreichen. Ignoriert mich einfach. Dankeschön. Okay. Wir stecken uns jetzt mal ganz kurz, bis der weg ist. Ich hab das Gefühl, das wird mich wieder zum Ninja bringen. Ist der letzte eigentlich, wo ich hin will. Mann, die müssen mich erstmal vergessen. So wird das doch nichts. Ich schaue mich so lange mal um. Hier ist sonst nichts, ne? Weil der Typ muss sich umdrehen, damit das Ganze funktioniert. Okay. Durch den Rauch sehe ich absolut gar nichts. Wie kann der mich überhaupt sehen? Okay, der hat sich umgedreht. Oh, das macht's jetzt nicht viel besser. Hä? Wie sinnlos ist denn das hier? Au! Na, ja, muss ich mich hier durchprügeln. Was soll's. Kümmern wir uns erstmal um die da. Erstmal den Fackelträger. Zack. Und dann der Fall im Bogenschütze, weil der nichts machen kann. Das wollte ich natürlich nicht machen. Aber jetzt haben wir ein bisschen Resistenz. Ich würde nämlich die hier reinziehen. Ja, irgendwie ist das recht sinnbefreit hier, ne? Also, irgendwie ergibt das vorne und hinten keinen Sinn. Ich will einfach nur dahin. Dafür muss ich dahin. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Und vor allem, wenn ich da bin, kann ich zwar runterspringen, aber bin auch wieder bei den ganzen Dudes. Na gut, wir haben jetzt die Rabenfeder. Die Rabenfeder. Okay, ich habe einen Plan. Wir holen uns die Rabenfeder und gucken uns, was die kann. Vielleicht kann die uns helfen, hier easy durchzukommen. Ich meine, ist nicht so, als könnte ich da einfach durchrennen und alle umbringen. Ne? Also, das würde natürlich auch gehen. Aber ich weiß nicht. Ich finde, in diesem Spiel gibt es halt diese Möglichkeit, es auf richtig coole Art und Weise zu machen. Und ich glaube, dafür sind die Rabenfedern da. Um genau das hinzukriegen. So.
das ist. So, eine neue Prothese, bitte. Nebelrabe. Ein mit der Feder eines Nebelraben geladenes Prothesenmodul verbraucht Geistemblem. Verschwindet aus der angenommenen Haltung heraus so schnell wie der Nebel. Glaubst du, du kannst ihn... Was? Glaubst du? Du hast ihn, hast du doch nichts als Federn in der Hand. Dies ist das Zeichen eines wahren Nebelrabens. Okay, gucken wir uns mal an. Weiß zwar nicht, was das Ganze bringen soll, aber hey. Nein, das wollte ich nicht. Ach. Aber ich kann es ja jederzeit hier umrüsten, ne? Je nachdem, was ich brauche. Ja, das brauche ich für kleine Tiere. Die Axt müssen wir noch testen, das hier haben wir ja getestet. Nebelrabe. Check ich nicht. Kann ich damit Angriffen ausweichen oder so? Kannst du mich das lehren? Oh, ihr könnt... Ja. Einen Scheiß kannst du. Ihr könnt jederzeit wieder herwenden. Ja, du bist nutzlos. Nutzlos. Na gut, ich glaube, die Rabenfedern werden es jetzt nicht reißen, aber... Ich habe gedacht, jetzt bin ich vielleicht unsichtbar. Aber nicht mal das. Das Einzige, was ich mir halt wirklich vorstellen kann, ist, dass wir, wenn wir halt den normalen Weg noch weitergehen, wir da etwas bekommen, wo wir hier halt leichter vorankommen. Ich weiß es nicht. Aber was soll's. Wir machen die jetzt einfach hier alle fertig und dann rennen wir durch. Dann ist gut. Das ist der Preis. Preis. Okay. Ich war irgendwie plötzlich über ihm. Alles klar. Okay, okay, okay. So funktioniert das also. Ich kann also Angriffen ausweichen und ich lande plötzlich über ihm. Wow. Habt ihr mich echt nicht gesehen? Was ist denn los mit euch? Leichtere Gills gibt's gar nicht. Ja, wie cool. Ich glaube, irgendwas schießt noch auf mich. Na gut, wir gehen einfach mal hier hoch und dann gucken wir, wie das Ganze ausgeht, ne? Oh. Whee. Also insofern ihr jetzt nicht herkommt, ist mir das egal. Es sind viel zu viele, ey, ganz ehrlich. Oh, Mr. Fackelträger. Was zum... Der hat mir Sand ins Auge geschmissen. Kleine Fotzau. Dafür musst du büßen. So. Fehlt nur noch Mopsi, wa? Du siehst mich nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar, Dude. Hier. Unsichtbar. Hm. Scheint ihn ja nicht zu interessieren. Hallo?
Ach Mann, jetzt kommt Mopsi her. Ich bin da nicht hochgekommen. Ich wollte den Typen da weghauen. Will ich mich hier nicht verstecken? Ich könnte ihn weglocken. Aber jetzt komme ich nicht mehr zurück, ne? Ich glaube, Mopsi weiß Bescheid. Was? Wo kommst du denn noch her? Ist nicht dein Ernst. Wo kommst du her? Genau, komm mal noch ein Stück näher. Ach, Mopsi, ey, du bist süß. So. Zack. Zack, zack. Zack. Und zack. So, ich bin weg. Ich zack euch alle weg. Ja, das mit Mopsi ist natürlich blöd, dass der mich sehen kann. Vergiss mich, Mopsi, vergiss mich. Wenn er jetzt außer Sicht läuft, ne, dann vergisst er mich doch bestimmt. Das Problem ist, dass da halt noch ein Schildträger ist. Ja, wenn ich am Schildträger vorbeilaufe, zu Mopsi. Kann ich doch Mopsi fertig machen, oder? Okay, sie hat mich vergessen. Okay, ich musste den zuerst fertig machen. Und jetzt verstecke ich mich wieder. Wo ist er? Wo ist er hin? Der war doch gerade auf dem Stock. Ich ihn nicht sehen. Okay. Ich wieder stehen auf Brücke. Ich Brückenmopsi. So, kann ich hier irgendwo speichern? Ich will nicht nochmal an den ganzen Scheiß hier vorbei. Es muss doch eine bessere Lösung geben, ey, ganz ehrlich. Der ganze Weg hier mit dem Ninja da oben und allem drum und dran. Meine Fresse. Los, gib mir Butter. Gib mir Butter bei die Fische. Los. Hier kann ich runterjumpen, wenn ich Bock habe. Habe ich aber nicht. Oh, Meister. Hey. Es geht, Junge. Was machst du hier? War es dir kalt? Vater. Du bist es. Ich habe versagt. Vielleicht haben mich die Jahre endlich eingeholt. Kümmere dich nicht um meine Wunden. Es hat keinen Zweck. Dafür ist es zu spät. Wolf, du musst das hier nehmen. Versteckter Tempelschlüssel. Der Schlüssel zum verborgenen Hirata-Tempel. Ein Geschenk vom Uhu. Der geheime Tempel befindet sich ganz hinten im Hirata-Anwesen. Der Herr ist absolut. Verteidige ihn mit deinem Leben. Wenn er entführt wird, bring ihn um jeden Preis zurück. Was ist das? Der Schlüssel zu dem geheimen Tempel im Wohnhaus des Anwesens. Der göttliche Erbe,
ist dort. Der Vordereingang ist keine Option. An dem Feuer kommst du nicht vorbei. Jawohl. Vielleicht über die Klippen gleich hier draußen. Ja. Kehr zum Eingang zurück und geh seitlich an den Klippen entlang. Nimm den Hintereingang über den Friedhof. Das ist dein Weg hinein. Verstanden. Wolf, vergiss niemals die eisernen Regeln der Shinobi. Ja. Dein Herr ist absolut. Wolf, beschütze den Herrn mit deinem Leben. Vater. Von mir aus nach links gehen und den Klippen folgen. Wenn ich über den Friedhof gehe, finde ich einen Weg ins Innere des Anwesens. Überlass das mir, Vater. Okay. Ach, das war dieser Turm, der mir beschrieben wurde, ne? Wo der Ninja war. Oh Gott, was habt ihr mit mir vor? Da gibt's doch bestimmt auch noch irgendwo Loot. Irgendwo im Feuer. Also rein theoretisch. Nehmen wir einfach mal an, ich schaffe es da auf das Dach. Dann laufe ich doch da einfach hinten lang drum. Oder ich umgehe das Feuer. Ich meine, das ist ja nicht überall. Ach, dafür ist das. Ich dachte drauf. Kann man laufen? Offensichtlich nicht. Wo bin ich jetzt? Ja. Wo genau bin ich jetzt? Ich check nicht, wo ich bin. Oh. Ich wette, das Feuer im Anwesen ist mittlerweile total außer Kontrolle. Ja. Wenn jemand raus will, muss er den Weg durch diese Höhle nehmen. Lasst keine einzige Ratte entkommen. Befehl von Yuzo-sama. Ich weiß. Ist mir egal. Ich hasse selbstsüchtige Bastarde, die ihre Leute beim ersten Anzeichen von Gefahr im Stich lassen. Oh Gott. Da sind noch ein paar mehr versteckt. Ja. Oh Gott. Oh. Da sind noch viel, viel mehr. Kann ich mich hier hinter verstecken? Vergessen die mich? Gut, die sind blöd. Hört der offensichtlich nicht. Au. Au, au. Alles klar, Junge. Du hast den Zorn des Zero erweckt. Ich wollte die Folge beenden, aber nein, ich muss dich vorher töten. Ernsthaft? Weißt du, ich habe hier hinten keinen Platz zum Kämpfen. Ihr wollt mich doch verarschen. Weiß nicht, war das Sinn des Ganzen hier zu landen? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden uns in der nächsten Folge hier ein bisschen umsehen und hoffen, dass wir dann nicht nochmal den Zorn von allen erwecken. Oh, ihr kennt mich noch. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.